Willkommen zu einem neuen Beitrag. Viele Kulturen, die haben eine ganze Reihe von Sagengestalten, die mal mehr oder weniger bösartig sind. Einige dieser Legenden über diese Kreaturen, die dienten sicher der Erziehung oder der Warnung vor irgendwelchen Gefahren. Es gibt aber auch Erzählungen über diese Kreaturen, die scheinen darauf zu beruhen, dass irgendwann einmal irgendetwas vorgefallen ist und man versuchte sich das Ganze damit zu erklären. Glaubt man den Berichten einiger Menschen, dann gab es diese Kreaturen wirklich und teilweise existieren sie auch heute noch. Und genau diesen Gestalten, von denen behauptet wird, dass es heute noch Begegnungen mit ihnen gibt, denen widmen wir uns in diesem Video. Generationen von Kindern in Mexiko und Teilen der südlichen USA, vor allem Texas, die lagen und liegen abends in ihren Betten und fürchten sich vor einer Gestalt. Die Rede ist von La Llorona, eine weinende und jammernde Gestalt, deren Untaten im Leben ihren Geist auf der Erde gefangen gehalten haben. Und dort quält sie Kinder. Die Ursprünge dieser Sage, die liegen Jahrhunderte zurück. Und während das Ganze gemeinhin als Mythos gilt, gibt es Menschen, die behaupten, sie existiert wirklich und man habe sie gesehen. Es gibt zahlreiche Berichte von Menschen, die eine geisterhafte Gestalt zwischen der Mines Road und dem Father Charles M. McNabo Park in der Stadt Laredo, Texas gesehen haben wollen. Diejenigen, die sie gesehen haben, die beschreiben sie als eine Frau, die ein langes weißes Kleid trug und dunkle, lange Haare hatte. Und sie würde von einem seltsamen Leuchten umgeben. Und genau so wird eben diese La Llorona beschrieben. Es ist gerade mal ein Jahr her, da fuhr ein Mann auf dieser Mines Road entlang. Und dort geschah dann etwas Merkwürdiges. Er hatte die Dashcam eingeschaltet und fuhr im Dunkeln diese Straße hinunter. Im Bild der Dashcam tauchte dann etwas auf, das er aber auf der Straße nicht sah. Und das war dies hier. Etwas, das zu der Beschreibung dieser merkwürdigen Frau passt. Aber kann das wirklich möglich sein, dass so eine Gestalt tatsächlich lebt? Laut der Sage um diese Frau, da wäre das durchaus möglich. Aber Sagen und die Realität, das sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder vielleicht doch nicht? Schauen wir uns die Sage um diese Frau einmal an. Wie das bei solchen Erzählungen nun einmal so ist, gibt es da so leichte Variationen, wie sie erzählt werden. Ich beschränke mich deshalb mal so auf die Grundzüge dieser Geschichte, die erst einmal bei allen gleich ist. Eine Frau namens Maria, die heiratete vor langer Zeit einen reichen Mann, mit dem sie dann zwei Kinder bekam. Diese zunächst glückliche Ehe, die änderte sich dann nach ein paar Jahren. Ihr Mann, der verbrachte immer weniger Zeit zu Hause. Und wenn er dann zu Hause war, da kümmerte er sich eigentlich nur noch um die Kinder und seine Frau ließ er mehr oder weniger links liegen. Irgendwann, da sah diese Maria ihren Mann mit einer anderen Frau. Vor lauter Wut rastete sie aus und schleppte ihre Kinder zu einem Fluss und ertränkte sie dort. Aber im selben Moment, wo sie die leblosen Körper ihrer Kinder sah, da bereute sie dies und schrie laut, übersetzt, »Oh, meine Kinder!« Sie stürzte sich in den Fluss und ertränkte sich selbst. Allerdings wurde ihr der Einzug in den Himmel verwehrt und sie wurde zurück auf die Erde verbannt, bis sie ihre verlorenen Kinder wiederfinden würde. Und so soll sie dann nachts klagend und jammernd durch die Gegend ziehen und ihre Kinder suchen. Und so kommt es vor, dass sie in Häuser geht, wo Kinder schlafen und wenn sie dann denkt, sie hätte ihre Kinder dort gefunden und sie sind es nicht, dann rächt sie sich fürchterlich an diesen Kindern. Aber auch betrügende Ehemänner soll sie zur Strecke bringen. Und es gibt eine einheitliche Aussage in dieser Legende. Wenn du ihre Schreie hörst, dann lauf. Und so ist es dann, dass einige Menschen der Meinung sind, dass sie wirklich noch heute hier herumwandelt, weil sie ihre Kinder nie gefunden hat. Und diese Bilder, die hin und wieder auftauchen oder die Menschen, die darüber berichten, dass sie ihr begegnet sind, die verstärken natürlich dann diese Meinung. Es gibt ja diesen schlimmen Umstand des plötzlichen Kindstodes und in Mexiko ist es in einigen Gebieten so, dass die Menschen dort fest daran glauben, dass diese Frau
die Verursacherin dafür ist. Und in Texas ist es so, dass es immer wieder Menschen gibt, die behaupten, sie hätten diese Person, diese Frau, den Geist dieser Frau gesehen, aber halt immer nur sekundenweise. Sie würde sich nur ganz kurz zeigen, um sich dann wieder in Luft aufzulösen. Und so ist es auch mit diesem Bild hier, das der Fahrer mit seiner Dashcam aufgenommen hat. Er sagte, er hätte im Monitor der Dashcam nur ganz kurz etwas aufleuchten sehen, aber auf der Straße eben nicht. Und erst als er das Videomaterial kontrollierte, da hätte er dann diesen einen Frame mit diesem Bild, das ihr hier sehen könnt, entdeckt. Und das war auch nur ein ganz kurzes Aufleuchten. Nun darf man aber nicht unerwähnt lassen, dass in Mexiko wie auch in Texas viele Menschen sagen, das ist kompletter Unsinn, das ist eine Legende und weiter nichts. Wie seht ihr das denn? Wenn ihr möchtet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich denke einmal bei 234.000 Abonnenten, da dürfte das ein oder andere Mitglied der Mythengemeinde bestimmt aus Freiburg kommen. Wenn ja, und die Legende stimmt, dann habt ihr etwas sehr Interessantes in eurer Umgebung. Und dabei geht es jetzt nicht direkt um diese Person, die eigentlich die Hauptperson in dieser Legende ist, sondern um eine Person, die diese wahrscheinlich hoch verehrt und das seit mehr als 150 Jahren. Ich zeige euch hier mal ein Bild mit den Suchergebnissen auf Google und das ist nur eine Seite. Das, worum es geht, das ist bis in den englischsprachigen Raum bekannt. Es geht um das Grab von Caroline Walter. Am 19. August 1867, da starb in Freiburg eine junge Frau, die war gerade mal 17 Jahre alt. Ihr Name war Caroline Walter und sie verstarb an Tuberkulose. Dieses junge Mädchen, das muss von so einer Schönheit gewesen sein, dass die Leute auf der Straße stehen blieben, um sie anzusehen. Die Verehrer, die rannten den Eltern von ihr sozusagen das Haus ein und sie konnte sich da vor Angeboten kaum retten. Damals galt man mit 16 Jahren oder 17 Jahren natürlich nicht mehr als Kind, da war man schon erwachsen. Und so wählte sich die gute Caroline dann eben einen aus dem Kreise der Verehrer aus. Wer das genau war, das ist nicht bekannt. Aber wie gerade gehört, da raffte die Tuberkulose die junge Frau dahin. Und dieses Grab, was ihr hier seht, da ist sie beerdigt. Und jeden Tag brachte ihr Auserwählter frische Blumen an dieses Grab. Ja, sie verstarb am 19. August 1867, wie erwähnt, und wurde kurz darauf beerdigt. Nun könnte man ja denken, dass ihr Verehrer dann irgendwann auch einmal starb, aber tatsächlich ist es so, dass auf diesem Grab bis zum heutigen Tag jeden Tag frische Blumen abgelegt werden. Und bisher, so wie ich es lesen konnte, hat noch nie jemanden gesehen, der diese Blumen dort ablegte. Irgendwann waren sie plötzlich da. Und es scheint dabei keine Rolle zu spielen, ob es eiskalt und Schnee und Winter ist oder Sommer. Jeden Tag liegen dort diese frischen Blumen. Im Jahr 1999, da gab es den Sturm namens Lothar, der über Freiburg hinwegfegte und viel Schaden anrichtete. Dieser Friedhof, der wurde im Vorfeld aus Sicherheitsgründen komplett abgesperrt. Und zwar mit sehr hohen Zäunen. Und trotzdem, als man am nächsten Morgen auf diesen Friedhof kam, lagen auf diesem Grab von Caroline wieder frische Blumen. Wer legt also diese Blumen seit etwas mehr als 155 Jahren auf dieses Grab? Wie gesagt, offiziell hat noch nie jemanden dabei beobachtet. Es gibt Spekulationen, dass es unter Umständen Nachkommen dieses Auserwählten von ihr sein könnten, die diese Tradition einfach fortsetzen, im Geheimen. Es gibt diese Idee, dass es Romantiker sein könnten, die irgendwann einmal von dieser Sache erfahren haben und damit begannen, aus eigenen Stücken dort Blumen hinzulegen. Und es gibt natürlich die Überlegung, dass der Geist des verstorbenen Auserwählten von ihr das Ganze selbst macht. Und es gibt verschiedene Argumente, warum das so sein könnte, zum Beispiel, weil noch nie jemanden dabei beobachtet hat, sondern diese Blumen plötzlich irgendwann immer da lagen. Auch, dass die Blumen dort unter den widrigsten Umständen immer wieder abgelegt wurden, das sei auch ein Zeichen dafür, dass es da nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Es könnte der Geist dieses Freundes von ihr sein, der vor Trauer nicht den Weg ins Jenseits gefunden hat, wo er sie vielleicht dann getroffen hätte. Eine Sagengestalt, die es heute noch geben soll. Gesehen hat sie niemand, aber einige sind der Meinung, sie existiert eben noch. Ja, liebe Freiburger, ihr sitzt sozusagen an der Quelle.
Überall, wo ich über diese Geschichte nachlese, wird dieselbe Story erzählt, nämlich die, die ich gerade hier wiedergegeben habe. Es gibt so die Variation, dass es nur ganz wenige Tage in den letzten Jahrzehnten gab, wo mal keine Blume dort lag. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das tun sollt, das möchte ich ausdrücklich betonen, aber hätte ich hier sowas in Köln, dann hätte ich mich da schon längst einmal 24 Stunden irgendwo verbunkert mit der Kamera und mal geschaut, was passiert. Aber stimmt das alles so? Man liest ja nichts anderes im Internet als diese Sache. Und wenn es stimmt, sollte man das Ganze aufklären oder sollte man, egal wer es auch immer ist, demjenigen dieses Ritual einfach lassen? Was meint ihr? Ja, dieser Friedhof, den findet ihr im alten Friedhof in Freiburg, Stadtstraße 79104 Freiburg im Breisgau. Da befindet sich das Grab direkt neben einer kleinen Kapelle, die auf diesem Friedhof steht. Solltet ihr durch Zufall einmal dort sein, dann besucht doch mal das Grab und macht ein Foto, wenn da frische Blumen drauf liegen, und schickt es mir. In Norwegen, da gibt es eine Sagengestalt, die heißt Mara, und in einigen Eigenschaften, da gleicht die dem, was wir hier mit Hexen in Verbindung bringen. In der Regel ist es eine ältere Dame, die gerne bunte Kleider trägt und die reitet auf einem Besen oder einer Harke oder einem anderen Gegenstand durch die Lüfte. Aber anders als jetzt eine Hexe, ist die Frau unfreiwillig eine Mara. In der Beschreibung heißt es, der Sage nach wurde sie dazu verdammt, weil ihre Mutter sich die Geburtswehen erleichtert hat, indem sie sich vor der Geburt dreimal die Fruchtblase eines Fohlens über den Kopf gezogen hat. Diese Mara, das sind Gestaltwandler. Und sie sind dazu verdammt, Menschen und Tiere zu quälen. Zum Beispiel sollen sie des Nachts in Gestalt einer Katze oder einer Krähe in Häuser eindringen und sich dann auf den Brustkorb schlafender Menschen setzen. Und das löst bei diesen Menschen dann Atemnot aus. Es gibt verschiedene Wege, sich vor ihr zu schützen. Zum Beispiel, indem man auf dem Boden Leinsamen ausstreut, so vor der Fensterbank. Denn diese Mara, die hat offensichtlich einen Zählzwang. Sie kann nicht an diesen Körnern vorbeigehen, ohne sie vorher gezählt zu haben. Einer ihrer bevorzugten Opfer, das sind Pferde. Ein Anzeichen dafür, dass diese Mara nachts Pferde in den Ställen gequält hat, ist, dass man morgens dort in den Stall kommt und das Pferd steht dort schweißgebadet im Stall. Der Legende nach kann sie das so oft wiederholen, bis die Pferde dann irgendwann einmal erschöpft tot umfallen. Soweit die Legende zu dieser Mara. In den 1970er Jahren, da gab es in einigen Gegenden in Norwegen eine merkwürdige Erkrankung von Pferden. In einigen Stellen, da trafen die Pferdehalter morgens im Stall die Pferde so an, wie in dieser Mara-Sage beschrieben. Verschwitzt, panisch. Trotz intensiver Untersuchung von Tierärzten konnte man nicht feststellen, was mit diesen Tieren los war, bis dann eines Morgens die ersten Pferde auch tot im Stall lagen. Es konnte bis heute nicht geklärt werden, was diesen Tieren gefehlt hat. Aber es gibt eben dann Menschen in Norwegen, die sagen, das kann nur eine Mara gewesen sein. Denn alles, was vorgefallen ist, passt genau zu dieser Legende. Nun ist Norwegen ja nicht gerade dicht bevölkert, aber es gibt auch dort Städte und es gibt sehr einsame Gegenden. Und gerade so aus diesen ländlichen Gegenden, da hört man halt immer wieder, dass diese Mara tatsächlich existieren soll, weil auch heute immer wieder Pferde an diesen Symptomen erkranken und keiner weiß, worum es sich dabei handelt, was die Ursache sein könnte. Was denkt ihr, kommen hier zwei Dinge zusammen? Eine Pferdekrankheit, die noch nicht diagnostiziert wurde, und eine Sage über diese Mara, und beides wird vermischt? Oder konnte diese Mara existieren und so eine Art Gestaltwandler oder Skinwalker sein, obwohl das natürlich auch Gestalten sind, von denen man sagt, es gibt sie, aber Beweise dafür liegen leider nicht wirklich vor. Berücksichtigen muss man dabei allerdings auch, dass der Großteil der norwegischen Bevölkerung das Ganze für einen Aberglauben hält, wovon dann eigentlich nichts stimmt. Wenn ihr wollt, dann schreibt dazu mal was in die Kommentare. Der Jersey Devil. Bei ihm handelt es sich um eine Legendengestalt aus dem Bundesstaat New Jersey. Das Ganze soll ein Mischwesen sein. Der Beschreibung nach ist dieser Jersey Devil etwa 1,50 Meter groß, hat
zwei Beine mit Hufen und kurze Arme, einen langen Hals und Flügel. Eine gewisse Ähnlichkeit zu Hunden soll bestehen und er wird beschrieben mit langem Fell und auch Hörnern. Und dazu soll er einen unheimlich hohen Schrei ausstoßen können. Der Legende nach, da ist dieser Jersey Devil ein Kind einer Frau namens Mrs. Leeds. Die wohnte in Pine Barrens, das ist eine waldreiche Gegend in New Jersey. Und das Ganze war während des frühen 18. Jahrhunderts. Und die Dame, die war da zum 13. Mal schwanger. Und während dieser Schwangerschaft, da soll sie wiederholt gesagt haben, oh, lass es einen Teufel sein. Warum auch immer sie das gesagt hat. Jedenfalls kam dann dieser Jersey Devil zur Welt. Es gibt noch andere Varianten, wie er denn zur Welt gekommen sein soll. Allerdings immer als Sohn dieser Mrs. Leeds. Einmal soll das das Ergebnis eines Fluchs gewesen sein. Ein anderes Mal die Strafe dafür, dass diese Mrs. Leeds nicht dem Quäkertum beitrat. Das Interessante bei diesem Jersey Devil, das ist die Tatsache, dass es bis in die heutige Zeit hinein Sichtungsberichte gibt. Ja, und die Menschen, die diesen Jersey Devil gesehen haben wollen, das waren teils recht bekannte Personen, so wie Joseph Bonaparte, das ist der Bruder von Napoleon. Von 1806 bis 1808 König von Neapel und von 1808 bis 1813 König von Spanien. Stephen Decatur, ein bekannter, hochrangiger Offizier aus dem amerikanisch-englischen Krieg 1812 und so weiter und so fort. All diese Menschen, die waren halt in dieser Gegend und beschrieben die Sichtung dieses Jersey Devils. Im Jahre 1909 gab es sogar so eine Art Sichtungswelle, und zwar in der Gegend um Woodbury. Und es wurden hufförmige Abdrücke im Schnee gefunden, die nicht von Pferden stammen konnten, die man dann mit diesem Jersey Devil in Verbindung brachte. Der Philadelphia Zoo, der setzte eine Prämie von $10.000 aus für denjenigen, der den Jersey Devil fangen und in den Zoo bringen würde. Was dann allerdings nie geschah. Eine weitere Sichtungswelle gab es 1978 und 2008. Es gab eine ganze Reihe von Berichten darüber, dass der Jersey Devil für den Tod von verschiedenen Tieren verantwortlich sei, indem er sie halt dann gerissen hat. Worum es sich bei diesem Jersey Devil wirklich handelt, das kann niemand sagen, aber es gibt halt eine ganze Reihe von Legenden, die schon so 200 Jahre alt sind. Es gibt eine mögliche Erklärung für den Jersey Devil. Und zwar gibt es Menschen, die der Meinung sind, dass es sich dabei um den Kanada-Kranich handeln könnte. Das sind hier diese Vögel, aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung, dass vielleicht einige Menschen diese ihnen dann unbekannten Tiere mit diesem Jersey Devil in Verbindung gebracht haben. Auf jeden Fall gehört er zu den am meisten gesichteten Sagengestalten, die es gibt. Haltet ihr es für möglich, dass da in den Wäldern in Jersey irgendeine Lebensform existiert, die wir nicht kennen, die sehr merkwürdig aussieht und den Menschen dann entsprechende Angst einjagt? Oder würdet ihr sagen, ja, das mit dem Kanada-Kranich kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich beruht das Ganze auf diesem Vogel. Wenn ihr mögt, schreibt's mal in die Kommentare. Ja, das waren jetzt nur mal ein paar der Sagengestalten, von denen einige Menschen glauben, dass sie heute noch umherlaufen könnten. In deren Augen gibt es da eindeutige Hinweise, dass das Ganze auch wirklich so ist. Aber die meisten sagen, das sind Sagengestalten, da ist überhaupt nichts Wahres dran. Was auf jeden Fall interessant ist, ist die Tatsache, dass viele dieser Sagengestalten, besonders die sehr blutrünstigen, Einzug in die Filmwelt gehalten haben. Und da denkt man immer, Mensch, da haben die Autoren sich aber wieder eine Gestalt ausgedacht, mein lieber Mann. Aber in Wirklichkeit sind das sehr oft Figuren, die aus alten Zeiten stammen, in alten Sagen und Legenden bereits vorkommen. An deren Eigenarten muss man dann gar nicht so viel verändern. Man muss die Figur nur in die heutige Zeit sozusagen hineinsetzen. Und dann hat man da so eine klassische Horrorfigur. Und viel anders war das zu der damaligen Zeit wahrscheinlich auch nicht gedacht. Oder basiert das Ganze eventuell auf Tatsachen, auf Erlebnisse der Menschen früher, auf Beobachtungen, die sie gemacht haben?
Wer weiß es schon wirklich? Bei der Recherche zu diesem Video, da habe ich allein aus Deutschland so viele Sagen gesehen, die mir eigentlich gar nicht bekannt waren, von denen ich denke, eigentlich müsste ich die hier ja einmal vortragen. Das wäre dann allerdings mehr so eine Lesestunde. Naja, der Herbst ist ja im Anmarsch und vielleicht mache ich das Ganze mal so als Sonntagsvideo, wo es normalerweise eh kein Video gibt. Da kann man sowas ja dann reinsetzen, dafür fällt dann nichts anderes aus. Und wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Legendenschlingel.